Herzlich willkommen zum neuen Video von kreativgeschichte.de. Ich wurde gefragt, wie man eine Sammelschiene unterbricht. Möchte ich kurz zeigen, wir gehen zu Sammelschienenassistent, fügen alle Leiter, die wir brauchen, hinzu. Danach wählen wir das erste Potenzial aus. Wichtig, nicht klicken, sondern nur berühren und schieben, und zwar nach rechts schieben, da wo ich es gerne hätte. Danach gehen wir auf Tools, Sammelschienenassistent, fügen, ich mache es nur mit einem Potenzial, fügen ein Potenzial hinzu, Doppelklick, Automatik rausmachen, okay, können jetzt das Potenzial rüberschieben, gucken, wo wir sind. Falls das nicht genau fängt, sondern immer drüber oder drunter ist, auf Raster fangen und den einfach ein bisschen kleiner stellen, und dann haben wir L1. Hier an der Stelle jetzt unterbrochen. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal einen Motor oder so nehmen und den auswählen, dann können wir jetzt eben hier an L1, völlig unlogisch, ich weiß, aber so könnten wir jetzt verbinden. Ich weiß, das ist jetzt nicht so schön, dass hier übersteht, das lässt sich jetzt aber nicht ändern. Wenn ihr aber an dieses Potenzial mehrere Sachen anschließen würdet, da war die Frage nach dem Stromzähler, da ist jetzt nicht so, wenn man hier mehrere Dinge anschließen würde, dann sieht man, dass das weg wäre. Nicht ganz so schön, dass das nicht zu sehen ist, aber in dem Fall jetzt lässt sich dieser Strich hier leider nicht ändern. Genau, aber so kann man die Sammelschienen unterbrechen, um irgendwie da was einzubauen oder einzufügen.